Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Obstacle Not Included am Verhungern und ja, der Modrak hatte einen Spielstand von mir gekriegt, den hat er wohl schon weitergespielt und hat mir schon mal erzählt, Kohle ist null, ist immer noch null, nach 180 Zyklen ist es sich da auch nichts getan. Er hat dann irgendwie eine Hatchling-Farm gemacht, aber die war dann auch nicht effektiv am Produzieren. Wir haben noch 3 Tonnen Algen, aber er hat gesagt, dass er dann keine mehr hatte. Ja, da muss man mal gucken, wo wir hier überhaupt noch welche haben. Unsere Produktion hier ist ja minimalistisch wohl. Dann ist das Essen ein Problem, aber dazu hat er geschrieben, dass sie so Frostbrötchen machen können am Grill und dafür sind da oben Samen von im Eisbiom zu sammeln. Ich glaube, das werden wir als erstes mal in Angriff nehmen, damit wir das haben, weil hier oben sind es noch 2000 Kilokalorien, die wir da haben und das ist bei 14.000, die wir täglich brauchen, etwas wenig. Schauen wir mal nach dem Logo, wie wir da weiterkommen. So, das heißt, wir gehen mal auf die Kochmaschine und schauen, dass wir die Frostbrötchen irgendwo haben, ne? Hier unten sind sie. Ja, mach die mal unendlich, ne? Und dann sollten die die auch holen und irgendwie kann man noch mehr ausbuddeln. Dann müssen wir nur gucken, wo die sind, ne? Graupelweizen, das ist wohl das für, ne? Erntebereit. Aktiviere Autoernte. Aber 72 Zyklen hat der Mordrak geschrieben, braucht das, damit wir das wegkriegen. Aber hier ist jetzt einer da, 18 Stück schon mal gleich. Ja, die müssen wir dann mal aufräumen, ne, oder? Und hier sind auch noch welche. Und da liegen ja auch noch welche. Und hier hinter vielleicht auch noch. Ja, da liegen auch noch welche. Ja, das sind ja ganz viele, ne, oder? Da ist nur einer. Und der erste ist schon geholt worden, kann das sein? Nisbet trägt was? Wo kann ich das denn sehen, was er trägt? Da. Keuchwurzsamen. Das ist jetzt nicht das, was ich brauche, oder? Allerdings, das hat der Mordak auch geschrieben mit der Kühlung. Das kann man auch hinkriegen, indem man hier jetzt irgendwelche Sachen hinmacht. Aber jetzt kommt hier erst die Keuchwurz hin, ne? Und Phosphorit braucht diese Pflanze, glaube. 4 Tonnen. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ach so, da sind die Einstellungen Phosphorit. Ist die Frage, wo wir das hier finden, ne? Da, Phosphorit, 38,5 Tonnen. Da können wir ein bisschen was mit aushalten, denke ich mal. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Pflanze hier auch das kriegt, was sie braucht. Düngung. Sie braucht einfach nur Düngung. Dann sollten wir die Prio ist Keuchwurz auf 9. Dann wird das wohl werden. Gut, hier ist noch eine Pflanze. Wir sind mit einer Person noch gerade am Verhungern. Wir haben 1800 Kilokalorien. Die könnte sich also auch bedienen. Werden dann schon irgendwo Frostbrötchen gebaut? Gebaut ist gut, ne? Gemacht. Sieht wohl so aus, dass die hier schon laufen, ne? Oder? Die Barbecue können wir auch machen. Sieht so aus, als ob wir ein bisschen was mehr machen, ne? Aber lassen wir machen. Gut, Forschung hatte Mordrak auch geschrieben, war auch was hier irgendwo, so eine Dreiergeschichte. Komfort für Kreaturen hier, das ist es. Bietet einen komfortablen Loungebereich, der die Tiere zufriedener steigert. Was war das? Zufriedenheit steigert. Vielleicht sollten wir das mal machen. Er meinte, das ist jetzt zwar für späteren Verlauf, ja, genau so ist es, für einen späteren Verlauf. Dann machen wir noch nicht mit auf 3, dann können die das mit 3 da machen. Oh, hier wird es mit dem Wasser knapp. Das heißt, wir müssen mal hier Wasser reinhaben, oder? Der müsste ja deaktiviert sein, oder? Ah ne, jetzt ist Wasser genug da. Warte, ist es wirklich genug da? Sieht erstmal gut noch aus. Lassen wir so. Ich glaube, es ist wieder deaktiviert, ne? Ich glaube schon. Hier gab es nasse Füße. Hier unten ist jetzt der erste drinne. Jetzt müssen wir mal gucken, ist der denn hier überbevölkert? Atmet ein, gepflegt, Stimmung, Glückszahn auf der Suche nach Nahrung. Eingeengt. Okay, das würde bedeuten, hier müssten wir mal aufmachen, damit da
öffnen. Einer vielleicht durchflitzt. Die Tür ist auf 9, ja. Vielleicht kann dann einer durchflitzen und dann, wenn der da nämlich durchflitzt, ist das mit dem eingeengt vielleicht weg, oder? Während ich jetzt gerade überlege, wo sind denn die eingeengt hier? Na, ist klar, ne? Er muss natürlich hier hoch und nicht runter, einer. Oh Mann, ey. Eins, zwei, drei. Sind es vier oder nicht? Fliege ich jetzt mal wieder runter hier, Puffprinz. Ja, jetzt kommt der auch noch hoch, ne? Ja, der ist jetzt auch noch gelockt worden, sozusagen. Das hat ja gut geklappt. Ist auch eingeengt. Reproduktionsrate minus 100, alles klar. Sind denn da Eier? Eigentlich nicht, oder? Ja, da müssen wir mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall, ne, die Pflegestation ist da, das passt ja schon. Den Aussetzer, ja, den lassen wir da erstmal. Und hier wird doch, hier unten muss noch ein Aussetzer rein dann. Aber warten wir es mal ab, oder? Ne, warten wir nicht ab. Wir bauen den schon. Tierpflege ist wichtig. Station. Pflegestation bauen wir dahin. Und da muss dann vielleicht auch noch eine Brutmaschine auf Dauer hin. Aber die lassen wir erstmal noch einen Moment warten. So, wie sieht es insgesamt mit Wasser zum Beispiel aus? Wasser ist im System. Ist hier voll. Das ist ein Kreislauf, der hier funktioniert. Da müssen wir später nochmal gucken, dass wir, falls es hier zu wenig ist, in dem Kreislauf immer was hinzufügen können. Sieht aber erstmal gut aus. Wie sieht es denn überhaupt hier oben dann aus? Okay, da ist aber noch was vorhanden. Gut, das läuft erstmal. So, wir haben ja hier schon mal so Etagen gemacht, ne? Nochmal hier bauen wir weiter zu. Der kann zu. Der kann zu. Dann kann der eigentlich auf. Damit wir das hier zusammendrücken. Objekte fehlen Ressourcen. Mikrobenmatscher. Läusebrot. So. Er macht den erstmal wieder aus. Nee, andersrum. Eier brauchen wir nicht. Er macht jetzt erstmal hier die Frostbrötchen, denke ich, ne? Ja. Solange wie er kann. So, Ressourcen fehlen. Okay, da fehlen Ressourcen. Die produzieren wir natürlich erst. Und das war jetzt nicht die. Objekte fehlen Ressourcen. Im Grill jetzt, oder was? Okay, die müssen geholt werden. Das sollte aber alles gut sein. Hoher Stress, ja, das ist noch ein großes Problem, der hohe Stress. Gestresst. Renn ist mit 38 gestresst. Jetzt wollten wir hier noch eine zweite Bank hinbauen, ich denke mal ja, ne? Ist das auch eine Station, oder? Aber wir können ja auch andere Sachen machen, wie dann Dingens, ne? Bank da, wir haben doch bestimmt noch was anderes hier. Landwirtschaftsforschungsstation, Supercomputer, Geotuner. Was war das denn noch? Okay, den brauchen wir nicht. Ah, jetzt habe ich das zugemacht. Handwerksstation, Fertigkeiten, Schrubber, Stromregelstation, Webstuhl. Ist wohl nicht hier, ne? Möbel. Ah, hier die Espressomaschine zum Beispiel. Was braucht die denn? Erhöht die Moderal. Ne, ich will ja Stress runter haben. Das ist hier der Surf-Simulator, oder?
Ja, wahrscheinlich geht das alle so. Was haben wir denn hier sonst noch so? Jukebox. Surf-Simulator. Warte mal, das Ding ist mal medizinisches Gerät, ne? Die Massagebank kann da sein. Ja, hier ist sie. Ja, reduziert schnell den Stress, kommen, den bauen wir hier nochmal hin jetzt erstmal. So, lass uns gerade hier gucken, wie sieht es mit Sauerstoff aus? Okay, da gibt es Sauerstoff. Hier unten wird er auch abgebaut. Das ist allerdings, ja, hier ist es schwach, ne? Hier ist auch nicht so dolle, aber geht erstmal noch. Was ist mit Strom? Da gibt es auch Leitungen, die schon wieder blau flackern. Die sind also überbewertet. Ja, die Bank hier müssen wir auch noch mit Strom versorgen dann. Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Na komm, das machen wir aber. Das muss sein. Kabel. Ja, das sind einfache Kabel, die wir jetzt hier haben, ne? Gut. Lass mal die Prio gerade hier hochsetzen auf 7. Damit er schneller fertig wird, dann können zwei Stress abbauen. Macht vielleicht Sinn. Haben wir ja ein Hilfspaket. Ja, 4000 Riegel. Drucken. Dann sind wir mit dem Verhungern wieder ein Stück weiter weg. Was haben wir sonst noch hier? Fertigkeiten-Duplikanten? Ja, da sind wir, glaube ich, mal durchgegangen schon, ne? Oh, hier ist aber jetzt was machbar, ne? Hm, mach mal. Das ist nicht gut. Oh, hier wäre was machbar. Mach den mal. Der hat schon zu viel Stress. Auch nicht gut. Auch nicht gut. Oh, hier geht was. Viehzucht 2 machen wir da. Gut. Das funktioniert. Ach, das hier ist immer das Frustbeutchen, was davor liegt. Ich dachte, das wäre die Mütze vom Koch. Auch gut. Aber 1200 ist jetzt gerade wieder nicht viel, ne? Was macht eigentlich unser Kühlschrank? Der ist voll, oder was? Was ist denn so vieles in dem Kühlschrank drin, dass der voll ist? Aha, Graupenweizenkorn ist da dran. Und Essen ist da aber nicht drin, ne? Wohl nicht. Naja, wird schon werden. Er holt auch schon den nächsten Graupenweizenkorn da raus. Und dann wird hier weitergekocht. Sehr gut. Ah, guck mal, hier ist die zweite Bank auch schon fertig. Sehr, sehr gut. Der Stress geht dann runter, dann wird es bestimmt besser. 78 ist Lindsay jetzt. Rennen ist bei 74, der ist ein bisschen niedriger. Wir haben hier viele Bereiche, wo wir noch was machen könnten, ne? Ja. Zum Beispiel Farmen anpflanzen wäre auch vielleicht sinnig, ne? Oder hier, ne? Was ist hier? Zu warm, ne? Ne, Beleuchtung. Okay, wir haben keinen Strom hier. Weil die Kohle alle ist. Dann müssen wir jetzt uns um Kohle mal gerade kümmern. Achso, wir können das hier unten irgendwo filtern, ne? Wo war das denn hier? Ist das bei Aufräumen und dann? Ne. Konnte das irgendwo sehen hier? Oder war das hier irgendwo? Hä? Nein, das war hier unten, oder? Aufräumen. Auftrennen. Rohr leeren. Einfangen. Angreifen. Entkeimen. Ja, gute Frage, wo das wieder war, ne? Sauerstoffoberlay. Wir sind ja auch falsch, ne? Materialoverlay. Und da ist es. So, jetzt haben wir es auch gefunden. Finde ich da verbrauchbare Erze. Da ist Kohle. Aber hier hinten ist auch Kohle. Da müssen wir hier mal weiter zusammendrücken, ne?
Ziegel. Der dahin. Da kommt man aber nicht hin, oder? Da müssen wir noch eine Leiter bauen. Glaube ich. Und die können wir jetzt zerstören. Dann kann man den bauen und dann kann man auch den bauen. Und den könnte man dann abbauen, wenn man dann da hinkommt, ne? Aber da kommt man gerade nicht hin. Dann grab das mal schnell aus. Ach ja, und dann können wir da auch Ziegel hinmachen hier. Lass uns nochmal das Overleben für Dingens rausholen. Wo waren jetzt die Sachen? Hier ist viel Kohle, da ist viel Kohle, ah, hier ist ganz viel Kohle. Dann bauen wir hier erstmal die Kohle ab. So geht das bestimmt. Müsste klappen, dann kriegen wir die Kohle dazu Gange. Hier ist auch nochmal Kohle, aber da. Aber warte mal, ich könnte die beiden abgraben, dann kann ich hier zusammendrücken, ne? Machen wir das mal. Kommen wir ein bisschen mehr an die Kohle. Was macht Bird? Geht hoch. Geht weiter hoch. Hat irgendeine allergische Reaktion gerade gehabt wahrscheinlich. Ist hier noch? Absolut. Lass uns nochmal gerade hier nach Dingen ins Material gucken, ob hier irgendwo was ganz einfach auch noch abzubauen ist, so wie da eben. Das können wir schon mal so machen. Ist hier doch entwurzelt, ne? Dann bedeutet das, da können wir auch was hinmachen. Und da können wir auch was hinmachen dann. Kohle haben wir jetzt ein bisschen gekriegt schon mal. 9 Tonnen Kohle. Stand da nicht eben noch 0 Tonnen? Na, jetzt haben wir bestimmt auch wieder ein bisschen Strom dann dadurch, oder? Okay. Das geht schon mal alles voran. Das macht unsere Keuchwurz. Jetzt die Frage. Körpertemperatur? Körpertemperatur. Wieso steht denn das da zweimal? -29°C. Was ist denn die Lieblingsbedingung hier? 5 Körpertemperatur, 5 bis 30 Grad. Hat 30,1. Das könnte jetzt mal ganz knapp gleich da drunter gehen. Vielleicht, weil der direkt daneben ist, ne? Ich will's hoffen. Diese Tür ist natürlich jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, ne? Vielleicht könnten wir da auch isolierte Ziegel bauen. Upgrade die doch mal. Vielleicht können wir dann auch da eine richtige Schleuse hin machen. Kriegen wir das denn hin, dass die hier 29,8 Wachstum gestoppt, Körpertemperatur, aber müsste doch jetzt langsam hier mal was zeigen, oder? Wir haben 8000 Essen, das ist ein bisschen mehr wie sonst. Wir haben 7 Tonnen Längens Cola, wir haben 2,5 Tonnen Alge. Ja, die Pflanze müsste jetzt aber mal langsam hier, ne? Körpertemperatur ist doch jetzt hier. Eigenschaften, da sehe ich sie. 30,2 Grad, okay. Na, die kühlt sich natürlich vielleicht langsamer ab, ne? Gut, 9000 Essen. Essen steigt zum Glück gerade ein bisschen. Das heißt, die Verhungernphase sind wir erstmal losgeworden. Hier können die auch Stress abbauen. Wie sieht es damit? Immer noch mit Renn 78%. Aber insgesamt könnte es vielleicht schon niedriger sein. Vielleicht können wir mal gerade Rennen dahin schicken oder so. Aber beginnt bei 50 und hier... Auch beginnt bei 80. Warte, wir machen mal hier 30. Und da können wir 50 machen, ne?
Haben wir mal 60, dann sind wir ja schon relativ glücklich mit 60 erstmal. Und hier bei 60 auch. Und hier machen wir 30, dann können da mehr erstmal drauf, bis wir das so ein bisschen gedrückt haben. So. Ninzi hat was für einen Stress? Ja, sehe ich am schnellsten hier, ne? 63, okay. Aber die geht schon wieder. Keine Ahnung warum. Gut, hier ist nochmal Essen. Kalorien sind gerade aufgegessen und wir haben noch zwei, die verhungern. Hat ja wieder gut geklappt. Hier ist noch eine Pflanze, die fertig ist. Hier ist eine Pflanze, die fertig ist und da oben auch. Also drei Pflanzen haben wir noch. Körpertemperatur ist hier noch gestiegen. Das ist aber doof. Wir haben noch hier eine Pflanze, die das runter macht, oder? Naja, wir schauen mal. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier schon ein bisschen weiter rüber gewachsen ist. 30,4 und diese Pflanze hat 30 genau. Da ist sie noch im Limit. Wir müssen schauen. Ja, jetzt könnte der mal runterfliegen, tut er auch. Aber wir wollten trotz alledem noch einen weniger haben, ne? Vielleicht sollte ich hier so eine Schleuse bauen, das wäre vielleicht auch noch sinnig. Nee. Mach das mal so. Mach die mal schnell fertig. Und da bauen wir noch einen Ziegel hin und das gleiche machen wir hier auch noch mal. Da können wir es aber so machen. Ja, die zwei haben Hunger, ich weiß. Und hier basteln wir auch noch eine Tür hin. Da ist ein Ei, das heißt, hier müsste eigentlich eine Brutmaschine hin, ne? Kontinuierlich, da könnte also dieses Ei da reingesetzt werden. Ja, und hier müsste dann tatsächlich auch noch so eine Schleuse gemacht werden, damit wir das hinkriegen, oder? Prioritäten. Neun, neun, neun. Und da machen wir auch neun. So, baut das mal schnell. Die Tür muss zubleiben und die muss auch erst zubleiben. Ja, passt erstmal. Solange da keiner ist, kann er da durch. Und dann müsste die Tür gleich da sein zum Zumachen. Da unten wird auch schon alles gemacht, sehr schön. Könnte vielleicht klappen, ne? 1600, aber zwei haben noch Hunger. Was machen denn die Frostbrötchen? Hier macht keiner was. Ah, doch, jetzt wird wieder gemacht. Ich habe es auch eine Stufe höher gesetzt. Macht vielleicht Sinn, ne? Aha, wir sind jetzt nicht mehr bei 78, sondern bei 66. Das ist schon mal gut. Hier sind 3000 Kalorien. Das geht erstmal auch. 8 Tonnen Kohle, 2,2 Tonnen Algen. Das ist jetzt nicht so ganz so viel. So, was macht unser Zusammendrücken vom Dingens? Das hat hier schon mal funktioniert. Das bedeutet, wir können hier graben. Und dann können wir da wieder weiter zusammendrücken, damit wir auch ans Dingens kommen, sag schon. An die Kohle kommen. Lass uns da mal gerade eine Leiter hinsetzen. Ich glaube hier so, oder? Und dann grab hier noch mal was raus. Aber nee, den da nicht graben. Mach den noch mal Abbruch hier. Dann können die auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall dann reingesetzt werden. Da weiß ich noch nicht. Da können wir vielleicht aber auch hier einen höher graben. Dann können die da, glaube ich, hin. Hier ist noch Kohle. Können wir abbauen. Dann ist die leider da auch weg.
Ja, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.